bisschen fertig aus und das hat diverse Gründe. Wir hatten keinen guten Start in Barcelona und wir gehen auch ganz schnell wieder hier weg. Ihr habt es jetzt im Titel schon gelesen, weil was passiert ist, ja, mehr oder weniger. Die Einzelheiten bekommt ihr jetzt. Wir hatten einen horrormäßigen Tag gestern und ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. So sehe ich auch aus. Sascha sieht auch nicht besser aus. Gott sei Dank sind die Kinder ganz easy. Ja, gestern wollten wir unsere Wäsche waschen gehen. Wir haben uns eine Wäscherei gesucht, ein bisschen außerhalb, Richtung Badalona, weil wir dachten, ja, wir gehen nicht direkt in die Stadt, eben wegen dieser Geschichten. Und wir lassen unser Auto ja niemals alleine, Gott sei Dank. Jedenfalls war ich in der Wäscherei, habe gerade die trockene Wäsche geholt, zusammen mit dem Alex. Und als wir zurückkamen, als wir zurückkamen, haben wir von weitem jemanden ums Auto schleichen sehen und dachten uns, okay, vielleicht haben wir falsch geparkt, vielleicht ist irgendwie ein Anwohnerparkplatz oder so. Dem war nicht so. Es war ein ganz normaler Parkplatz und der Typ ist uns ums Auto geschlichen. Der Sascha, der war gerade im Badezimmer, als es passiert ist. Die Kinder saßen am Tisch und haben was gespielt. Und dann sehen wir von Weitem, wie der Typ so gegen die Tür hämmert und dann hören wir die Esme bellen und dann reißt er uns die anderen Türen auf, wir hören ihn schreien und wir sind dann natürlich gleich losgerannt, ne? So schnell wie möglich hin, was auch immer los ist, ja. Ich wollte es ganz schnell klären. Ich dachte echt, wir hätten irgendwie was falsch gemacht, so falsch geparkt und er regt sich jetzt extrem darüber auf. Ich komme. Sascha total außer sich, also der konnte auch gar nicht fassen, da, was da gerade abgeht. Und der Typ, der hat nur geschrien, beleidigt und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Keiner von uns hat irgendwas gemacht gehabt. Hey Süße, magst du den Sonnenaufgang anschauen, Schatz? Die Mama erzählt gerade was. Natürlich sind die Kinder mit am Strand jetzt. Die spielen. Geil. Die Sonne geht hier so schön auf. Das ist ganz traumhaft. Das nehmen wir noch mit, bevor wir gehen. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, wir sind dann gekommen. Der Sascha hat sich natürlich um die Kinder gekümmert. Die haben natürlich einen Schrecken gekriegt, als knallt. Vor allem der Lysander. Die Aurelia wäre natürlich gern selber drauf, ja? Die ist das so. Das war überhaupt nicht schön. Ich bin dann dazwischen, Sascha ist zu den Kindern. Ich habe mich dann, weil ich mich einfach besser verständigen kann, vor diesen Typen gestellt, habe versucht herauszufinden, was los ist. Habe erstmal so tranquilo, ja, also erstmal easy hier. Wollte der nicht, er hat dann angefangen mich anzuschreien. Dann kam irgendwie noch so seine Tussi, wahrscheinlich seine Frau, mit einem Baby im Arm. Und dann dachte ich, hey, du hast dein eigenes Kind dabei, was ist denn das hier? Was machst du hier so einen Aufstand? Konnte das überhaupt nicht fassen, was da abgeht und habe immer wieder versucht, ihn zu beruhigen. Aber der hat uns nur, beziehungsweise mir dann, ins Gesicht geschrien. Das ging dann so weit, er kam dann mit Morddrohungen, als er gemerkt hat, ich verstehe seine Sprache und kann auch antworten, hat er zu Italienisch geswitcht und gemeint, ja, er ist hier Mafia und er kommt und er erschießt uns alle. Und damit hat er mehrmals gedroht, hat mir hier hier ins Gesicht gefummelt und puh, puh, puh gemacht. Ich lasse mich halt davon nicht beeindrucken, ich wollte einfach nur die Sache irgendwie klären, ja. Auf einer normalen Ebene, ne? Und dass wir das aus der Welt schaffen. Wir dachten einfach, der hat ein Problem mit uns, ja? Hat er aber nicht. Später, als wir darüber nachgedacht haben und auch mit anderen gesprochen hatten darüber, hat sich dann herausgestellt, ja, der wollte uns wahrscheinlich ausrauben, ja? Der hat ein Wohnmobil gesehen, der hat die Kinder nicht gesehen, da war die Decke unten, ne? Und wir hatten natürlich nichts rumliegen, wir sind ja auch nicht doof, ne? Die Tür war offen, weil ich die offen gelassen hatte, das wird mir auch nie wieder passieren, weil ich eben mit der Wäsche gleich wieder rein wollte, damit das nicht unnötig verkompliziert wird, ja? Ja, dumm gelaufen. Da hat er die Türen aufgerissen, Gott sei Dank haben die Hunde ihm direkt ins Gesicht gebellt, hat die vordere Tür auch noch aufgerissen, da saß unser Großer, der große Weiße, der Cthulhu. Und er hat ihm direkt ins Gesicht gebellt und ich denke, das hat ihn auch noch zusätzlich so aggressiv gemacht. Und er war halt echt richtig übel drauf, der hat uns mit den Fingern im Gesicht gefummelt und so viel gedroht.
Und dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich gehe zur Polizei, das ist mir zu hart, ich habe zwei Kinder dabei. Dann hat er sein Handy rausgeholt, hat ja irgendwie mit weiß ich nicht was rumgefummelt. Ja, die haben uns auch noch versucht, andere Dinge zu unterstellen. Da kam noch viel mehr, so völlig ohne Hand und Fuß aus der Luft gegriffen, weil ich dann gesagt habe, ich gehe zur Polizei. Und dann haben sie erst recht angefangen zu drohen und ich soll bloß nicht zur Polizei gehen. Sie haben dies und das gesehen und sie haben ganz viele Zeugen. Das war einfach eine Nummer zu heftig. Wir sind dann ganz schnell zurück zum Parkplatz gefahren. Er hat dann, ist uns hinterher mit dem Handy und Foto und weiß ich nicht. Ich dachte nur, oh mein Gott, ich will einfach nur schnell weg. Wir sind dann wieder hier am Strandparkplatz angekommen. Keine 5 Minuten später steht ein Deutscher da. Ich zieh jetzt meine Jacke anziehen. Gerade eben war es noch so schön warm. Dann kam ein Deutscher an die Tür und ich gleich total skeptisch, wollte gleich die Tür zuschlagen. Die Esmeralda hat auch gleich losgelegt. Aber der wollte mir nur erzählen, dass sie vor ein paar Minuten komplett ausgeraubt wurden. Die sind hier an dem Parkplatz angekommen und wollten 10 Minuten den Strand anschauen. Und als sie zurückkamen, war alles weg. Also Führerschein, Nummernschilder, Autopapiere, Tablet, Handys. Alles, was irgendwie einen Wert hat, wurde aus dem Auto gestohlen. Dann haben wir noch andere Geschichten gehört von anderen Österreicher und weiß ich nicht. Leute, meidet Barcelona mit dem Wohnmobil. Wir haben trotzdem noch mal hier geschlafen. Wir haben keine Angst. Haben ja auch zwei Alarmanlagen im Auto, also die Hunde. Und wir haben die richtige Alarmanlage und hier und da. Wir wissen dann, was wir tun müssen. Deshalb sind wir noch mal hier geblieben. Ihr erfahrt auch wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Video, warum wir noch mal hier geblieben sind. Das geht gar nicht, mehr oder weniger gar nicht anders. Ja, damit verabschiede ich mich. Das war mein Video zu Barcelona. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder. Der Lisanne und ich, wir waren in der Stadt. Wir haben uns Makramee-Garn gekauft und ein paar Steine. Das macht uns Spaß. Wir werkeln da so zusammen und machen Ketten und Armbänder. Das ist voll schön. Ja, genau. Zeige ich euch jetzt noch die Bilder. Christoph Columbus ist da hinten, die Statue, die was aussieht wie ein Sacken. Ganz genau. Ja. Ha ha.